mit GPS-Empfängern kann man sich so auf ungefähr einen Meter genau schon lokalisieren. Die Informationen haben wir hier noch nicht. Und die anderen Sensoren, die wir benutzen, sind hauptsächlich visuelle Sensoren. Also wir haben unten eine Kamera dran an dem Kopter, die mit Hilfe von einer Per-Tilt-Vorrichtung geschaltet werden kann, dass sie immer senkrecht nach unten zeigt. Das heißt, auch wenn der Kopter schräg schnell fliegt, der kann bis zu 80 Stundenkilometer fliegen übrigens, dann stellt er sich etwas schräg und dann können wir die Kamera eben nach unten richten. Und für diese Kamerastrategien benutzen wir auch Strategien, wie sie eben Wien benutzen, wie hier vor ein paar Jahren in Science vorgestellt wurde. Der optische Fluss ist die Bildbewegung, also wenn ich mich jetzt nach vorne bewege, dann bewegt sich mein Sichtfeld, bewegen sich die Objekte so von innen nach außen. Und diese Bewegung nennt man eben den optischen Fluss. Den kann ich einfach in die Landung nehmen, zur Hindernisvermeidung, zum Erkennen von Eigenbewegung. Also wenn ich mich so bewege und nach unten schaue, dann habe ich einen Fluss, optischen Fluss in eine bestimmte Richtung. Dann heißt es entweder, dass ich mich gerade nach links bewegt habe oder dass sich der gesamte Boden nach rechts bewegt hat. Es gibt natürlich immer noch diese Möglichkeiten. Und was jetzt hier auf dem Titelbild dargestellt wurde, man hat vor kurzem entdeckt, dass es von Wien zur Platintegration benutzt wird, dieser optische Fluss. Also vorher ist man davon ausgegangen, dass da andere Dinge eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Energie. Aber die Bienen benutzen wirklich auch den optischen Fluss zur Wegmessung, um zu sehen, in welche Richtung, also welche Strecke sie geflogen sind, um dann wieder auch zurückfinden zu können. Als zusätzlichen Sensor haben wir noch eine omnidirektionale Kamera gebaut. Das ist einfach eine normale Kamera, die auf so einen konvexen Spiegel zeigt und dadurch haben wir ein schönes Panoramabild. Also hier sieht man den Blick auf diesen Spiegel und das Ganze kann man jetzt hier aufklappen und hat dann eine schöne Panoramasicht. Das ist wichtig für Navigationsstrategien, um sich bestimmte Orte zu merken. Das heißt, ich mache an einer Stelle so eine Panoramaaufnahme und kann dann später anhand dieser Aufnahme, die ich mir gemerkt habe, wieder zurück an diese Stelle finden. Weil die eben nicht richtungsspezifisch, sondern eben 360 Grad. Das ist natürlich auch von Insekten inspiriert, die diese Facettenaugen haben und dadurch auch vollständige Rundumsicht. Dann ein weiterer Sensor, den wir gerade bauen, ist ein Polarisationskompass. Dass bestimmte Tiere wie Wüstenameisen und auch Bienen orientieren sich am polarisierten Licht des Himmels. Also das normale Sonnenlicht wird polarisiert, indem es bei uns in die Erdatmosphäre eintritt. Und man hat dann so Vorteile, die Insekten sehen dann so eine Art Vektorfeld am Himmel. Und das bauen wir gerade nach mit verschiedenen Sensoren und Polarisationsfolien, um eben die Kompassinformationen so auf diese Art rauszubekommen, wie die Bienen. Ist für uns auch ganz praktisch, weil elektromagnetische Kompasse haben so ein bisschen das Problem mit unseren Motoren. Das stört sich so ein bisschen, wenn man bestimmte Teile aufgebaut hat. Ja, also das ist vielleicht die Antwort auf die Frage von vorhin so. Also da gibt es schon, sehr, sehr viele Probleme überhaupt, die erstmal die Kopter autonom in der Luft zu haben, autonomes Starten, autonomes Landen, stabil an einer Stelle zu schweben, vor allem bei unterschiedlichen Windbedingungen. Also bei plötzlichen Windböen müssen die natürlich erstmal feststellen, wie weit wurden sie abgelenkt. Und Navigation ist ein ganz schwieriges Thema.